Die Schweiz trocknet aus, so titelte das NZZ-Magazin kürzlich. Solche und ähnliche Titel kennen wir schon aus 2003, 11, 15 und inflationär 2018. In jedem dieser Jahre wurden vorhergehende Extreme übertroffen. Meine Damen und Herren, das sind nicht mehr Wetterereignisse, das ist Klimaveränderung. Die Bekämpfung des Klimawandels ist ein Kernanliegen grünliberaler Politik. Damit uns das gelingt, müssen wir rasch handeln. Rasch heißt in diesem Fall nicht über eine Verfassungsnorm debattieren, sondern Gesetze auf den Weg bringen und dann Maßnahmen folgen lassen. Deshalb ist den Grünliberalen wichtig, dass der vorliegende indirekte Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative so ambitioniert durch die Räte kommt, dass er den Rückzug der Initiative ermöglicht, aber auch nicht überladen wird. Mit diesem übergeordneten Ziel vor Augen, einem gut schweizerischen Kompromiss, mit dem alle leben können, lehnen die Grünliberalen trotz teilweise großen Sympathien fast alle Minderheitsanträge ab.